starten in Wien für Weißes Liverpool. Max, Edgar, Ost. Ich und gleich auch noch Robby. Der Spost. Jo, was ist bis jetzt passiert? Wir sind von Halle nach Berlin gefahren. Genau. Ich hab viel verpasst. Ja, war nicht aufregend. Rasiert mit ABC. Enrico hat ein bisschen geschlafen, weil er noch arbeiten war, ja. Frühschicht. Und ja, ich habe jetzt zum ersten Mal gegen ABCs gespielt, so richtig. Und ich habe nur gebrickt. Ja, ich glaube, ich muss gar nicht mitspielen. Also. Oder spielst du ABC? Ja, oder ich spiele ABCs. Mal gucken. Jetzt noch eine halbe Stunde bis Schönefeld Flughafen. Und ich muss eigentlich schon seit einer Ewigkeit aufs Klo. Oh, trink dein Bier, dann hast du Platz. Ja, hier gibt es leider gar keinen. Trinkst Bier, dann kannst du nicht mehr schon. Ja, ich trinke jetzt gemütlich noch ein Bierchen. Enrico trinkt seine Erdbeermilch. Schmeckt? Mach mal ein bisschen Werbung, so Schleichwerbung. Produkt. Placement hier irgendwie so, aber. Na gut. Ich mach Werbung für Becks. Das ist schlecht, das schneide ich raus. Eis, Limit und Mint. Richtig reutig. Ich mag das. Und ich, wenn ich einmal in Berlin bin, gibt es dir natürlich Zeug, Pilz noch. Klar, kannst du es auch. Lass uns jetzt schmecken. Nee, es ist kurz vor 20 Uhr. Wir haben jetzt hier den Peter aufgefangen, der fliegt mit uns. Und dann ist das Leaching noch dabei, ne? Und der Programmierer von CCG Market. Wie heißt Christian. Nee, Christian heißt er nicht, oder? Ja, wie ist der Christian so von. Ja? Ich dachte Marco oder so. Na gut, ist ja auch egal. Die sind gerade mit Max Essen da drinnen in diesem Jägerhaus, was auch immer. Ja, Robin kommt gleich, Imran kommt noch. Das ist immer eine gute Gruppe. Aber unser Flug hat nicht nur 40 Minuten Verspätung, unser Flug hat mittlerweile 2,5 Stunden Verspätung. Das heißt, wir fliegen hier kurz vor 0 Uhr los, wenn es so bleibt. Ja, haben wir jetzt hier noch schönen Aufenthalt. Na, das Wetter hält sich, es regnet zum Glück nicht. Und dem ist trotzdem kalt, er möchte rein. Scheißegal, das finden wir auch nicht. Ja. Fahren müssen wir so oder so. Gut, Peter, was erwartest du von dem Event für dich und für die Deutschen? Spaß, sehr viel ABC, nur offen hat dafür Deutschen gewinnen. Ja, Spaß am Wochenende. Schön. Und du? Das gewinne. Du, dass du gewinnst. Na? Tag 2 ist erstmal C, oder? Tag 2. Tag 2. Genau, Tag 2 will ich auch erreichen. Spaß, ganz viel Spaß. Ich habe jetzt gegen Max getestet im Zug, er hat ABCs mir mal gezeigt. Na, ich habe eine reelle Chance, sage ich mal. Aber mal schauen, vielleicht läuft es auch ganz anders. Weiß ich noch nicht. Ja, gut. Dann warten wir mal weiter. Robin kommt gleich. Hallo. Erstmal hallo, Robin ist jetzt auch dabei. Flughafenkontrolle. Berlin-Schönefeld. Kommen Sie mal bitte mit. Also ich mit meinem Rucksack. Ich muss mal da einen Tupfer, zufällige Sprengstoffkontrolle. Ich dachte mir so, oh shit. Ja. Wenn die finden, wie viel C4 ich hier eingepackt habe, dann bin ich raus. Ich habe schon gedacht, die haben deine Drogen gefunden. Scheiße, Mann. Nee, war halt nur eine Sprengstoffkontrolle. Weißt du, die 4 Kilo Koks, die darf ich mitnehmen. Oh, super. So, jetzt haben wir nur noch 1,5 Stunden Verspätung, ne? Das ist ein Erlebnis. Ja, anstatt 2,5 Stunden haben wir jetzt nur noch 1,5. Robin, wie war deine Fahrt hierher? Meine Fahrt hierher war sehr gut. Ich grüße einfach mal Marie, falls wir das zusammen gucken sollten, und Helena auch. Die kranke Bett liegt, gute Besserung. Marie und Helena, ihr seid gegrüßt. Und Duty Free, oh Gott, jetzt gehen wir shoppen. Ja, hier guckt's euch an. Wir haben noch ein paar Minuten. Da wollen wir uns hier schon Bier holen? Ich habe da 2 Bier draußen stehen lassen, ja, weil wir jetzt erst sein mussten. Ja, aber nee, egal. Ich lade dich einen auf eine Runde. Ja, wir können auch in Dings noch in den Pub gehen. Aber wir gucken erstmal. Ja. Erstmal ganz entspannt machen. Okay, wollen wir noch auf die anderen warten? Da fehlen noch zwei. Da kommen noch zwei. Zwei Leute. Und dieses Peter Wochenende gibt es mehr Yu-Gi-Oh! Und weniger Party. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, mehr Party und weniger Yu-Gi-Oh! Ja. Naja, erstmal müssen wir in Liverpool ankommen. Ja, aber gucke, wo wir landen. Sprengstoffkontrolle, ich fasse es nicht. Vielleicht landen wir raus in Dublin. Sprengstoffkontrolle. Ich dachte, was hat er denn jetzt gefunden? Hat er meinen Alkoholpegel schon gerochen, oder? Ja, er hat meinen lieber nicht riechen sollen, ey, scheiße. Na gut. Wir? Du guckst dich hier den Flughafen an, der war lange nicht mehr fliegen. Robin kennt das schon. Boah, nee, gut. Gut. Wir gucken hier mal rum. Jo. Hey, wir haben es geschafft. Wir haben es von Halle bis ins Flugzeug geschafft. Von 17 Uhr zum bis 23 Uhr. Also, 6 Stunden, wo wir normalerweise eigentlich 2 Stunden brauchen bis nach Berlin. Wir sind endlich da, wir sind ziemlich K.O. Jetzt 2 Stunden fliegen, ein bisschen ausruhen. Der Plane hier fliegt seit
14 Jahren das erste Mal. Ja. Das erste, seit 14 Jahren wieder, meinst du? Ja, ja, nein, das erste Mal wieder. Und ich bin jetzt, meine letzte Tour war Dublin jetzt. Na gut, bist du bereit für ein Duell? Ne, hier ist kein Platz. Also, naja, hier sind zwei Tische. Wir holen uns aus. So Leute, versteht ihr uns? Wir fliegen. Alles gut? Enrico guckt aus dem Fenster und fragt mich da, wo wir sind. Ich kann nicht aus dem Fenster gucken, da wird mir schlecht. Naja gut. Und Robin, der ist gerade in der stillen Ecke da vorne. Ich würde es euch ja gerne mal zeigen. Aber seht ihr da vorne? Der wurde rausgezogen und muss sich da erstmal hinstellen und sich benehmen. Jetzt macht er seine Kamera an. Ja gut, und jetzt sehen wir die Leute mal nicht. Wir fliegen jetzt eine Stunde, haben uns hier mal so ein Heft geschnappt, was man so hier kaufen kann, an Bord. Eine Star Wars Zahnbürste. Ihr seht sie vor euch, hoffentlich seht ihr sie und hoffentlich hört ihr mich. Ja, geil. Mein Bruder meinte so, kaufst du sie mir. Dann sehe ich das hier, 8 Euro. Nein, die gibt's wahrscheinlich online für 2-3 Euro. Also, gib sie für dich. Beim nächsten Mal. So, wir fliegen jetzt hier noch. Wir sind jetzt schon über Meer, also nicht mehr Deutschland. Ja, 3/4 Stunde sind wir dann in Liverpool. Und dann haben wir es kurz vor 1. Mal gucken, ob da noch ein Taxi fährt, mal schauen, ob wir ins Hotel reinkommen und mal schauen, ob wir dann noch irgendwie den Abend ausklingen lassen können mit eine Kleinigkeit essen oder so. Ja? Duell. Wir sind angekommen in unseren... Nimmst du auf? Ja. Ey, ohne Scheiß, Leute, guckt euch das mal an. Film mal bitte die Treppe, film das mal bitte an der Seite und jetzt sagt mir mal bitte, mehr Harry Potter geht ja wirklich gar nicht. Wir filmen gleich nochmal die Straße. Wir gehen. Steile Treppe, wir suchen jetzt Zimmer XX. Er hat schon was gefunden, Herr Max. Und? Ist da schon jemand drin? Nö. Das cool. Ist das ist Zimmer, das Zimmer. Max haben. So. Bei euch stand eine 5 drauf, ja? Ja, bei uns ist eine 5. Ja, was machen wir mit XX? XX, das ist der Pornobau. Enrico. Ja gut, wir suchen mal unser Zimmer. Zimmer Nummer XX heißt wahrscheinlich freie Auswahl. Wir hatten noch zwei Zimmer, die unten lagen. Das ist halt hier ohne Rezeption einfach kommt. Wir haben den Code bekommen für die Eingangstür. Und dann hatten wir zwei Schlüssel über. Dann war es so Blackjack hier, Roulette oder so. Einfach einen Schlüssel geguckt, ob er passt. Aufgemacht und guckt, ob da schon jemand drin liegt oder halt, ob da frei ist. Wir hatten beim ersten Mal gleich Glück. Und XX war dann wahrscheinlich Zimmer 2 für uns. Das war nämlich frei. So schaut's aus. Ja, für englische Verhältnisse würde ich sagen, ist es gar nicht so schlecht. Wir haben nur einen kaputten Schrank. Wir haben nur ein Bad für 6 Zimmer mit unbekannten Leuten. Wir haben chloriges Wasser. Das kostet uns 50 Euro die Nacht. Naja, aber wir sind eh verwöhnte Deutsche, von daher passt das schon mal für das Wochenende. Wir sind eine coole Gruppe, durch 4 Leute jetzt gerade und Enrico versucht uns WLAN herauszufinden, oder? Mhm. Ja. Gut, wir haben es jetzt die Ortszeit 11:30. Ich denke mal, Robin und ich, wir werden hier noch eine Runde rumziehen und uns mal die Gegend angucken. Mal gucken, ob hier noch was los ist. Samstagmorgen. Oh. Wir sitzen wieder im Taxi Richtung Location. Alle noch ein bisschen verschlafen, aber wir konnten jetzt erstmal was einkaufen. Richtig. Ah, erster Abend vorbei, 3 Stunden geschlafen, aber naja, wohl reichen. Oder waren es sogar 4, ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe nur 3, ich habe mir erstmal den Boden gegönnt. Warum auch immer. Ja, weil ich Handy da haben wollte und noch ein bisschen was gucken wollte auf YouTube. Dann bin ich auf dem Boden halt eingepennt, mein Gott, passiert. Aber der Boden ist angenehm. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, die Dusche war ein bisschen, naja, ich verstanden habe, wie es funktioniert. Aber gut, eine Unterkunft für morgen haben wir auch jetzt mittlerweile. Der Vermieter hat noch eine andere Wohnung für uns gefunden, wo wir einsteigen können. Mal schauen, ob wir das heute Abend finden und wie viel das kosten wird. Ja, genau. Und jetzt geht es erstmal zur Location, anmelden, Deckliste schreiben. Mhm. Guten Morgen, Opa. Morgen, Papa. Da sind wir.
Oasis Liverpool. Das ist unsere Location für das Wochenende. Dieser Glaspalast hier, ziemlich geräumig, ziemlich weitläufig so da drinnen. Erster Eindruck, ist es okay. Toiletten sind größer als gedacht, also auch kein Problem, dass es nur eine Toilette gibt. Und das habe ich auch gesehen. Ich muss so ja, der Kaffee soll hier gut sein. Ja. Den muss ich gleich mal kosten. Und ja, blödeste ist wirklich, du musst hier in Pfund zahlen. Also 20 Pfund Anmeldung, also teurer als jeder andere weiß ich es. Und noch dümmer ist, dass es hier kein Exchange gibt und wir vorher kein Geld wechseln konnten, weil wir erst nachts um 1 wiedergekommen sind und dann direkt hier mit einem Taxi hierher. Und jetzt musste ich drinnen Geld abheben, obwohl ich Bargeld mit habe. Habe ich erstmal 100 Pfund abgehoben für 123 Euro. Ja, gut. Da kommen dann wahrscheinlich noch 10 Euro Gebühren drauf, weil ich keine Kreditkarte habe. Naja, passiert. Hauptsache, wir sind erstmal angemeldet. Knapp 600 Spieler, habe ich gehört, sind es gerade. Geht in einer Viertelstunde los. Mal gucken, wie es sich so verläuft. Also Tag 2 ist drin, 5-2 heute. Ja? Naja. Bisschen geschlafen haben wir. Hätte mehr sein können, aber naja. Und ihr seid heute zu dritt da. Und der Kleine, Pascal, spielt mit und Alexander ist wieder neu dabei. Ja, neu alt, beim Urlaub. Ja, Urlaubsmodus. Huge. Eine YouTube-Area habe ich auch schon gesehen. Es fällt ein bisschen kleiner aus als in Rimini und auf der EM oder so, aber naja, es reicht aus, um nachher ein paar Videos zu drehen. Erste Runde vorbei. 822 Spieler sind am Ende doof geworden. Und erste Runde jetzt 0-2 verloren gegen Blue Eyes. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, kann sogar zuhören, wie mein Gegner, ein Dritter, mit seinem Kumpel in ihm anredet, so dass er letzte Woche mit Inferno jetzt fast getoppt hätte. Und ich dachte so, ey cool, Mirror Match, hatte ich danke nicht mehr, cool. Dann fängt er an und fängt mit Blue Eyes an und hat eine Set. Dann mache ich meine Combo, also will sie machen, er deckt Skill Train auf. Gut, dachte ich mir, ist eins. Habe ich kein Out im Ende. Zweite Runde, ich fange an, mache meine Combo. Er bringt einfach nur ein 3000er raus, wo ich erstmal nicht drüber komme. Wieder eine Set, wieder Skill Train. Konnte ich also nichts mit Omega und so anfangen. Und du? Erste Runde? Ich hätte gegen einen kleinen Jungen ohne Höhen gespielt. Habe ihm dann erstaunlicherweise gesagt, dass er gewonnen hat. Ich habe halt kein Deck, also meine Deckliste besteht aus 3 Elementar halt Avian, 3 Sparkman, 3 Bacinetrix, 3 Clamman, 3 Bubbleman, 3 Wildheart, 3 Bladage, 3 Diddy Crow, 3 Diamond Dudes. Kleines Deckpuffer hier. Ja. Ja, also nur für die Traveler. Nur für die Traveler machen. Vielleicht getroppt. Nee, ich mache noch eine Runde zur Sicherheit. Martina hat mir in Rimini gesagt, dass es sicherer ist, wenn du erst in der zweiten Runde droppst. Okay, ein Tipp für die Leute, die das auch machen wollen. Falls es da irgendwie Probleme gibt. Deswegen mache ich das einfach, droppe in der nächsten Runde und dann ist gut. Ja, dann ist das Ding sicher. Der pusht hier irgendwie die Teilnehmerzahl. Ja, ich schenke Siege, das ist doch auch was Feines, oder nicht? Ja, natürlich. Naja. Ja, ist halt für Tyrek scheiße, wenn man zu zweit steht, aber... Ja gut. Ansonsten, das Wetter hält sich hier. Da haben wir den Fluss. Wie heißt der überhaupt? Ich und die Flüsse, weiß ich immer nie. Und ja, genug Platz hier draußen für die Leute. Das Wetter ist angenehm. Ich glaube, 12, 13 Grad, das geht. Für England ganz okay, solange es nicht regnet. Und Thomas erklärt uns mal kurz noch die krasse Sache, wie man ABCs ausknockt. Vanity Sweet. Punkt. Wir haben es damit gewonnen. Gut. Ja, einfaches Ding. Ist halt so. Jetzt bin ich endlich mal in der YouTube-Area angekommen. Hier ist leider immer noch nicht viel los, aber morgen geht's dann hier los. Wir sind jetzt in Runde 4 angekommen, die ist durch. Ich hatte ja erste Runde gewonnen, verloren gegen Blue Eyes. Dann hatte ich gewonnen gegen Minerva Turbo, genau. Das war ganz gut 2-0. Da ging er mit Deckout, weil er an Deviati mit Emptiness nicht bei mir vorbeikam. Dritte Runde habe ich wieder verloren gegen Mash Spectre. Da kam Tides of Crescent in der ersten Runde. Zweite Runde habe ich zweimal Omega zu früh aktiviert. Ja, habe ich Fehler gemacht, habe ich verdient verloren. Jetzt habe ich vierte Runde gewonnen gegen... was habe ich gerade gewonnen? Ach, ABCs. Erste Runde habe ich nicht gesehen, was er spielt. Habe halt nur gesehen, er hat 2 Feinset, habe die Kries gebordet, hatte die Kries Start. Und er sagt mir danach, er hat alle Feinde ausgebordet bis auf eine. Und hatte die eine Falle halt auch Start. Das war mein Glück. Und ja, gegen ABCs war es dann ganz gut gelaufen. 2-0. Der steht 2-2. Enrico ist hier. Willst du auch was erzählen? Scheiß Yu-Gi-Oh! Komm mal zu mir, ich will hier nicht in die Halle reinfällen. Scheiß Yu-Gi-Oh! Scheiß Yu-Gi-Oh! Sagst du, warum? Weiß nicht. Das ist immer noch ein Glücksspiel. Ja, naja, nicht nur, aber... Der Start wird gewinnt. Auch nicht immer, aber es läuft halt nicht so gut bei dir. 1-1-2. Hm.
Naja, ah, es wird weiter gekämpft. Ne? Tag 2 ist noch in Sicht. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Alles gewinnen. Genau, gute Einstellung. Also, Julio ist doch nicht scheiße. Er muss dann wieder seine Laune hier so bekommen. Ist natürlich blöd, wir haben wenig geschlafen. Hatten eine Reise vor uns und wenn es halt nicht so stimmt mit dem Tor, mit den Gegnern, dann musst du anders Spaß finden. Jetzt haben wir erstmal Mittag gegessen. KFC. Wir sind jetzt in unserem neuen Hotel angekommen. Ich habe dann 6. Runde gegen Minerva Swan, gegen den C, Zungen C oder so hieß er, gespielt, habe 0-2 verloren, habe dann mit 3-3 getroppt, lief diesmal halt nicht so gut, hat trotzdem einen Haufen Spaß gemacht mit den ganzen Leuten. Enrico war auch nicht so erfolgreich, glaube ich auch 3-3-1, Max mit einem 4-3 auch nicht weiter. Und ja, dann sind wir gleich los, haben die anderen im alten Hotel abgegeben, haben jetzt unser neues bekommen, was wir spontan geplant haben. Und jetzt geht's wieder zu den anderen, dann wollen wir essen und dann noch ein bisschen feiern. Hier soll in Liverpool einiges an Halloween abgehen. Dazu nehme ich die Kamera wieder nicht mit, aber Robin hat vielleicht die andere dabei. Ich bin startklar, Enrico auch. Das war Tag 2, bis morgen. Und ich habe Featured Matches gemacht. 7-0 Alexander Hulsch in Mürmel und 6-1 Joshua Osters mit Inferno. Richtig cooles Bild, das müsst ihr euch angucken.